Das hat mir Dr. Cornier bei seinem letzten Besuch übergeben. Schwester Theresia, ist es wahr, dass Sie gegen gewisse schwere Bußübungen sind, zu denen ich Schwester Madeleine einmal geraten habe? Ja, meine Mutter. Wissen Sie, dass die größten Heiligen Sie sich auferlegt haben? Ich meine nur, dass wenn Gott Sie wollte, Schwester Madeleine ihretwegen nicht krank geworden wäre. Ich bedauere alle, die hier sind und den Kampf gegen das Fleisch ablehnen. Der Kampf für den Geist erscheint mir wichtiger. Unter dem Vorwand der Abtötung des Fleisches übersehen manche das Ziel und zerstören ihre Gesundheit. Sie hindern sich selbst an der Erfüllung der Pflichten. Es gibt nichts Höheres als das Heil der Seele. Aber es gibt eine Selbstquälerei, die der Selbstsucht ähnelt. Wir haben ein geistiges Leben gewählt. Wenn wir den Körper bewusst schädigen, dann hindern wir den Geist, sich dem Allerhöchsten hinzugeben. Was maßen Sie sich an, Schwester? Kennen Sie die Grundsätze unserer heiligen Mutter Theresia von Avila? Wollen Sie dagegen revoltieren? Den Karmel reformieren? Ich will auf Gott hören. Wenn alle die, die von Gott berufen sind, um das ewige Heil zu erreichen, sich martern und quälen müssten, dann hätte es der Herr gesagt. Und wir würden seinem Wort mit ganzer Seele folgen. Aber er hat uns gesagt, dass es viele Wohnungen im Hause seines Vaters gibt. Und wenn er eine für die starken Seelen hat, so wird er auch eine für die Kinder bereithalten. Und unser Platz ist dort. Nehmen Sie sich in Acht, Schwester Theresia. Auch Heilige haben die Verdammnis gefürchtet. Wollen Sie allein davon frei sein? Für Kinder gibt es keine Verdammnis. Ohne Gehorsam gibt es keine guten Taten. Und warum setzen Sie sich über die Vorschriften hinweg? Zum Beispiel, Sie verlangen täglich zur Kommunion zu gehen. Sie haben eine Ordensregel, Schwester Theresia, die für die Ewigkeit geschrieben ist. Solange ich am Leben bin, können Sie mich zwingen, mich zu beugen. Aber nach meinem Tode werde ich Ihren Sinn ändern.